Herzlich willkommen im Jahr 2023 und zu einem neuen Video. Auch Bernie freut sich darüber, dass ihr da seid. Das ist unser neuer Spielkamerad hier und wir versuchen jetzt das 27. Mal ein Intro für euch zu drehen. In diesem Video erwartet euch Folgendes. Wir nehmen euch mit nach Paraguay nochmal in einen wunderschönen Nationalpark. Und wir ziehen jetzt einfach durch, komm, und dann außerdem fahren wir in dem Parc Manantial mit einem Bus durch einen Wald und durch einen Fluss. Und wir besuchen Trinidad, die Jesuitenmission, und erleben dort einen magischen Moment. Genau, und wenn euch das gefällt, dann könnt ihr nicht nur Bernie einen Kommentar da lassen. Wir werfen nämlich gleich nochmal ein Stöckchen für ihn, sondern auch ein Like da lassen, unseren Kanal abonnieren und natürlich die Glocke abonnieren, damit ihr, also die Glocke aktivieren, damit ihr nichts mehr verpasst, was wir machen. Richtig, und jetzt viel Spaß beim Video. Wir machen uns gerade ready. Ready, weil wir wollen jetzt den Nationalpark hier erkunden. Unsere Nacht war richtig ruhig, das war echt schön. Wir haben richtig gut geschlafen beide. Jetzt gehen wir zu Fuß mal ein Stück am Bach entlang und erkunden ein bisschen die Gegend. Und hast du Bock? Ich habe richtig Bock, auf jeden Fall. Richtig Bock. Der Ibichui-Nationalpark ist insgesamt 5000 Hektar groß, befindet sich ganz in der Nähe des gleichnamigen Ortes Ibichui und liegt damit ca. 150 Kilometer von Paraguays Hauptstadt Asunción in südöstlicher Richtung entfernt. Der Park selbst besteht aus dichtem subtropischen Regenwald, einer riesigen Artenvielfalt, einigen bedrohten Tier- und Pflanzenarten sowie wunderschönen Bächen, Wasserfällen und Hügeln. Raschelt überall, rechts und links. Ich habe ein bisschen Schiss, dass wir wilden Tieren begegnen, weil einfach keine andere Menschenseele hier ist. Immer laut aufstopfen und dann wird das schon, ne? Es gibt nämlich wieder Jaguare und Pumas hier und giftige Schlangen gibt es auch. Mal gucken, wir sind gespannt. Aber es ist eine offizielle Wanderroute, also von daher, das wird schon. Max hat keine Angst. Seit 1973 ist das Gebiet offiziell geschützt und wird sowohl tagsüber als auch nachts von der Polizei und Parkwächtern überwacht. Schon hübsch hier, ne? Jo. Voll viele Schmetterlinge. Wir sind einfach mitten im subtropischen Regenwald. Oh. Ist es ein großer Wellensittich oder ist es ein Papagei? Da. Jetzt zurück. Oh nein, ich habe ihn nicht gesehen. Für zwei Nächte, die wir auf dem im Nationalpark dafür vorgesehenen Parkplatz standen, inklusive dem Besuch selbst, haben wir insgesamt umgerechnet ca. 10 Euro bezahlt. Oh wow! Oh wow! Hier machen wir erstmal ein paar Fotos, würde ich sagen. Richtig schön. Manchmal könnte ich heulen vor Freude, ne? Sowas zu sehen. Ich auch. Schön.
Da kommen wir her. Und dann kommen wir da raus. Und auf einmal so. Und hier fliegen so viele unterschiedlich bunte, wunderschöne, teilweise riesengroße Schmetterlinge einfach durch die Gegend. Die Schmetterlinge sind so schön schwarz-weiße, knallrote, knallgelbe. Hier ist ein roter gerade. Ich weiß nicht, ob man das alles immer so sieht, aber. Und dann so einen blauen, riesengroßen blau-schwarzen haben wir auch gesehen. Ey, wow. Ne? Mega, richtig schön. Wir waren unterm Wasserfall und ich dachte, ich trockne meine Sachen, die ich da anhatte. Es ist ja nicht so, dass ich nur eine Boxershort dabei habe. Na egal. Also, wir gehen weiter. Ja, ohne Frühstück, ohne Mittagessen, seit heute Morgen unterwegs. Wir sind jetzt 15:53, also fast 16 Uhr. Heißt, wir latschen jetzt seit 5 Stunden schon hier durch den Busch. Wir brauchen jetzt Comida, Comida, Comida. Und dann reicht es auch für heute mit viel Rumlatschen. Ne? Geil, ey. In the jungle, the mighty jungle, the lion sleeps tonight. In the jungle, the quiet jungle, the lion sleeps tonight. Jetzt erstmal entspannen. So, ich bin auf dem Weg und auf der Suche nach Wasser hier auf dem schönen Campingplatz. Wir sind komplett alleine. Die Gebäude sind alle ein bisschen runtergekommen. Und wir sind gerade über 5 Stunden gewandert. Die Mülleimer sind auch nicht mehr das, was sie mal gewesen sind. Ach. Ja, mal gucken, ob wir Wasser finden. Das sieht schon mal gut aus. Aber hier ist es wieder mal nur halb verdichtet. Da kann man bestimmt was zapfen und dann gucken wir uns mal die Duschen an. Es kamen nur ein paar Tröpfchen. Gucken, wie das bei dem anderen ist. Da kommt gar nichts. Auch nur ein paar Tropfen. Tja, dann gucken wir mal drin. Auch nichts. Auch nichts. Ja, hilft nichts. Dann gehen wir mal runter zum Fluss, würde ich sagen. Dann hat man immerhin 2 Kanister Wasser, die wir dann ja auch filtern können, um die zu trinken. Das sieht doch hier ganz gut aus. Ich glaube, ich probiere das da mal. Eins.
vielleicht lege ich eben noch meine Sachen zur Seite. Dann kann ich mich einmal abwaschen damit. Das tut richtig gut nach dieser ganzen Wanderung. Alles schön waschen. So, dann schleppe ich jetzt zwei Kanister hoch. Kann man oben noch mal duschen. Und dann haben wir auch eine saubere Nacht, wollte gerade sagen, sauber. Das war geil. Das war richtig geil. Schön. Das ist Südamerika. Das war ein richtiges südamerikanisches Auto. Boah, Blitz. Heute ist Regentag, ne? Heute ist richtiger Regentag und Fußjucktag, diese ganzen Scheiße. Oh ja, bei mir auch. Boah. Das war mal ein Donner, ne? Donnerwetter. Chipas. Chipatati. Lecker. Könnte leicht Dip vertragen, oder? Den Geschmack finde ich geil. Also der Käse ist da ja so eingebacken mit im Teig quasi. Ja, es hat mal wieder reingeregnet. Scheiße. Es hat lange gehalten. 3-4 Wochen irgendwie, aber es hat auch nicht viel geregnet in der Zeit. Und jetzt hat es richtig heftig geregnet und soll auch gleich wieder regnen. So ein Ärger. Leiter besorgen. Morgen. Heute hat alles zu. Und dann alles nochmal trocknen lassen und neu verdichten. Wieder eine weitere Verdichtungsaktion. Ich hatte ja in Santa Teresa schon einmal mit dem Klebestreifen, alles abgedichtet. Dann habe ich nochmal in Argentinien, bei Posadas in der Nähe, haben wir auch gestanden, habe ich auch nochmal mit anderen Klebestreifen nachgebessert. Ja, und irgendwie hat das aber alles nicht zu dem Ergebnis geführt, was wir uns gewünscht hätten. Ja, vielleicht nehme ich dann alles nochmal ab, mal gucken. Es ist auf jeden Fall richtig doof. Ich habe gerade mein erstes Brot gebacken hier. Ja, es ist ein bisschen dunkel geworden auf jeden Fall von dieser Seite. Aber es war das erste Mal auf einem Gasherd, dass ich Brot gebacken habe. Und jetzt will ich das natürlich auch sofort probieren. Mit einem Stück Butter. Sieht doch ganz gut aus. Riecht auch gut. Streichfett. Kann man essen. Also komme ich jetzt mega vom Hocker. Aber ist ein guter erster Schritt auf dem Weg zum selber Brot backen. Es ist nämlich nicht so einfach, hier Hefe zu finden. Levadura, das gibt es in jedem Laden. Wir haben halt keinen Backofen. Jetzt habe ich das in diesem Omnia-Ding versucht. Aber hier gehen ständig, selbst wenn man den ganzen Boden bedeckt, die Silikonformen kaputt. Und jetzt auch. Ich hatte den ganzen Boden hatte ich abgedeckt. Zack, einfach irgendwie gerissen. Genau im Kreis. Und ständig verbrennt man sich dran, weil es so verrückt heiß wird. Naja, lecker. Guten Morgen. Oh, die Linse ist ein bisschen verschmutzt. Naja, ja, auf jeden Fall kam gerade bei uns ein Mann vorbei, der uns eingeladen hat, eine Tour mit dem Geländewagenbus sozusagen durch den Wald zu machen. Und irgendwas von Fahrrad durch den Fluss hat er noch erzählt. In 10 Minuten geht's los, jetzt wahrscheinlich in 2. Und wir haben gerade richtig Hackengas gegeben, weil wir quasi frisch aus dem Bett kommen und uns fertig gemacht. Und ja, mal sehen. Wir nehmen das spontane Erlebnis einfach mal so mit, wie es kommt.
und freuen uns drauf und sind ganz gespannt. Na, würdest du gern ans Steuer? Ne, klar, ich fahr das Teil hier gleich. Einmal durch den Pool. So wie das Auto, was uns zugeparkt hat. Ja, ich glaube, wir haben auch noch gar nicht erzählt, wo wir uns gerade befinden, wenn ich mich nicht irre. Wir sind in dem oder auf einem Platz, Park Manantial. Und der wurde von einem ursprünglich Deutschen gegründet. Und ja, stehen jetzt hier, dürfen alles mit nutzen. Auch den Pool hier hinter mir, mega cool. Und da vorne ist das Häuschen, da gibt es lecker Pizza und eine Wasserrutsche, die wir auch schon eingeweiht haben. Na, wo ist sie? Irgendwo hinter mir auf jeden Fall. Da. Und ja, ist auf jeden Fall mega schön hier und wir sind jetzt auch schon eine Weile hier und bleiben auch noch ein paar Tage. In der Nähe befindet sich auch die alte Jesuitenmission Trinidad, die wir uns auf jeden Fall noch angucken wollen. Ja, solche Dinge machen wir hier. Und heute sind wahrscheinlich auch ein paar sehr coole Sachen fertig geworden, die wir euch natürlich dann auch noch zeigen werden. Also, es bleibt spannend! Den habe ich gekauft im Jahr 80 Kilometer und der hat 1,5 Millionen Kilometer gefahren. Alles aber mit zweimal Motorrad überholen. Ja. Jetzt will ich alles andenken, aber geht noch. Nein, geht nicht. Abfahrt trotzdem. Abfahrt geht. Abfahrt geht. Immer. Abfahrt geht immer. Abfahrt geht immer. Oh, auch wenn wir dann irgendwann in der Schweiz unsere neuen Freunde von Los Donkeys besuchen, geht auch Abfahrt. Aber Ski-Abfahrt. Aber rede ich Abfahrt. Sind wir wieder zurück auf dem Platz. Ja, das war auf jeden Fall so spontan ganz cool. Vor allen Dingen haben wir noch mehr hier über den Space gelernt, wie groß er ist und so. Und ja, jetzt geht's erstmal frühstücken, würde ich sagen. Jo, das war cool. Das war cool. Home sweet home. Und da sind sie, die coolen Sachen, die ich vorhin schon angekündigt habe. Wir haben Knut verzieren lassen mit Stickern, damit man von Weitem auch schon sieht, wer wir sind und was wir machen. Und es enthält einen kleinen Teaser. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr erkennt, woran wir gerade parallel noch arbeiten.
Nachdem wir unseren Captain Knut etwas aufhübschen lassen haben, sind wir Anschnallabfahrt zu einem weiteren Ziel auf unserer Bucketlist für Paraguay gefahren, welches ganz in der Nähe unseres Campingplatzes liegt und der eigentliche Grund für die Wahl dieses Campingplatzes war. Die Jesuitenmission in Trinidad. Nicht zu verwechseln mit dem karibischen Land Trinidad und Tobago. Offen gesagt haben wir vor unserer Reise zwar immer mal etwas von den Jesuitenmissionen und damit verbunden auch dem Namen Trinidad gehört, aber sonderlich viel wussten wir noch nicht darüber. 1588 erreichten die sogenannten Jesuitenmissionare zunächst den Ort, ich hoffe, ich spreche es jetzt richtig aus, Guaira im heutigen Nordostargentinien. Ihr vom damaligen spanischen König vorgegebenes Ziel war es, die indigene Bevölkerung vom christlichen Glauben zu überzeugen und sie vor der Sklaverei zu schützen. Die Bewohner wurden von ihnen zusammengebracht, ermutigt, sich niederzulassen und die christliche Religion anzunehmen. Im Gegensatz zu anderen Missionen der sogenannten Neuen Welt haben die Jesuiten sie jedoch nicht zur Europäisierung gezwungen. Viele indigene Traditionen wurden beibehalten und sogar gefördert, wie zum Beispiel der Anbau von Yerba Mate. Trinidad war eine von 30 Missionen im Rio de la Plata Becken, die von den Jesuiten im 17. und 18. Jahrhundert gegründet wurden. 7 dieser Missionen befanden sich im heutigen Paraguay und der Rest im heutigen Argentinien und Brasilien. Die Mission in Trinidad gilt als der am besten erhaltene städtische Komplex. Gegründet wurde sie 1706 und umfasst eine Fläche von etwa 8 Hektar. Für uns hatte der Besuch dieser Mission etwas Magisches. Wir sind erst am späten Nachmittag hingefahren, um das Abendlicht zu genießen und um eine Lightshow, die es angeblich nach Sonnenuntergang geben sollte, zu sehen. Letztere blieb leider aus, aber die Ruinen im Abendlicht zu erleben, war wirklich ein wunderschönes Erlebnis und mal wieder waren wir mit nur einer anderen Familie nahezu alleine auf dem Gelände. Also Bernie, Anschnallabfahrt. Wenn euch das Video gefallen hat, so wie Bernie das Stöckchen werfen, dann lasst uns auf jeden Fall ein Like da, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, richtig, the bell. Wir haben noch Videoempfehlungen für euch, falls ihr noch Lust habt, weiterzugucken. Unter Applaus werden die hier angeboten und zwar... Die Iguazu-Wasserfälle, die fantastischsten Wasserfälle, die wir je gesehen haben. Und Car Breakdown in Paraguay, wie wir Knut wieder on Tour gebracht haben. Yes. Und wir spielen jetzt erstmal noch eine Runde Stöckchen, sagen vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.